Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen aus Wien, hier ist Jan aus dem Geek Talk. Ich begrüße euch am 12.12. in einer neuen Woche in unserer dritten Geek Talk Daily Woche. Es ist die erste Woche für mich und auch meine erste Aufnahme. Ich freue mich sehr, euch durch diese Woche begleiten zu dürfen. Es ist Montag, wir haben ein Wochenende hinter uns, dementsprechend haben sich ein paar Themen aufgestaut. Ich habe 5+1 Themen für euch vorbereitet. Ich beginne gleich mit dem +1-Thema, das ist das, was der Achim mir quasi den Staffel überreicht hat. Es geht um den Kollegen Sascha Palmberg von Mobile Geeks, mittlerweile ist bekannt, wo er denn hinwechseln wird. Achim hatte recht, mehr oder minder zumindest, Achim tippte auf Mercedes, das stimmt insofern auch, offizielles Statement jetzt auch in einem Interview, das Sascha Palmberg gegenüber T3N gegeben hat. Er wird zu Daimler wechseln und dort einen neuen Social-Media-Teil quasi leiten, einen Internet-Teil leiten. Genaueres weiß man noch nicht, zumindest ist aber mal raus, dass er zu Daimler wechseln wird. Kommen wir zu meinen 5 Themen. Zum einen habe ich ein neues Urteil vom Landesgericht Hamburg in Bezug auf die Prüfung von Links. Das ist ein aktuelles Thema, das sehr stark aufkocht. Zum anderen einen kleinen Marketing-Gag, den sich der YouTuber PewDiePie, einer der bekanntesten YouTuber, dieses Wochenende überlegt und auch durchgezogen hat. Dann die ersten Kritiken zum diese Woche startenden Star Wars Film Rogue One. Zusätzlich auch noch ein kleines Detail zu Super Mario Run, das ebenfalls diese Woche startet. Und ein paar Informationen rund um die Probleme mit den Apple AirPods, die ja immer noch nicht erhältlich sind. Wir starten mit dem Gericht des, mit dem Urteil des Gerichts von Hamburg, dem Landesgericht. Wir starten mit dem Urteil des Landesgerichts Hamburg. Da geht es darum, dass Betreiber von Webseiten mit einer allgemeinen Gewinnerzielungsabsicht in Zukunft die Links, die sie auf andere Magazine oder auf andere Seiten setzen, auch prüfen müssen, nämlich in dem Bezug, ob dort auf dieser Seite Urheberrechtsverletzungen begangen werden oder nicht. Ein Riesenaufwand, der insofern überhaupt nicht abbildbar ist. Die große Frage ist dann auf der anderen Seite auch, was mit Suchmaschinenanbietern ist. Insofern ein sehr schwieriges Thema, bleibt abzuwarten, wie das dann tatsächlich in Realität aussehen wird. Berufen tut sich das Landesgericht Hamburg in dem Fall auf ein EuGH-Urteil, das es dazu schon gibt, das allerdings sehr, sehr streng ausgelegt wurde. Die Frage ist zu nehmen, was tatsächlich da rauskommen wird. Trotz allem für alle, die eine Internetseite betreiben, wird ein spannendes Thema werden. Wir kommen zu PewDiePie, ein sehr berühmter YouTuber, der über 50 Millionen Abonnenten in seinem Channel hat. Der ist unglücklich mit YouTube und mit der neuen Aufteilung, wie Suchergebnisse präsentiert werden oder Kanäle generell quasi präsentiert werden. Er hat auf seinen zahlreichen Accounts dementsprechend momentan sehr, sehr wenig Viewer, obwohl er eben so viele Abonnenten hat. Und er hat sich in der letzten Woche da sehr groß aufgeregt und angedroht, seinen Kanal zu wechseln. Am Wochenende hat er dann eine quasi YouTube-Live-Pressekonferenz veranstaltet, um dort dann seinen Kanal zu löschen. In Realität war es jetzt nicht sein Hauptkanal, den er gelöscht hat, es war nur ein kleiner Nebenkanal, der unter Anführungsstrichen nur 1,5 Millionen Abonnenten hatte. Natürlich immer noch eine große Menge, aber nicht der große Hauptkanal, von dem natürlich alle ausgingen. War also nur ein guter Marketing-Gag, um da auf seine Agenda quasi aufmerksam zu machen. Und der große Sturm blieb insofern aus. Wir kommen zu Star Wars News. Rogue One startet am 15. Dezember bei uns in den USA. Ist der Film anscheinend schon gestartet, beziehungsweise gibt es zumindest schon eben Kritiker, die ihn sehen durften und auch schon ihre ersten Kritiken abgegeben haben. Und diese Kritiken fallen sehr positiv aus. Man spricht generell vom dunkelsten, brutalsten, aber auch besten Star Wars Film. Wir in unseren Breiten dürfen dann eben ab dem 15. Dezember selbst in diesen Film gehen. Ich bin schon sehr gespannt darauf und freue mich auf die neue Star Wars Zeit und den ersten Film außerhalb der Reihe. Rogue One ist ja quasi nur eine Star Wars Story, setzt also nicht die Handlung der Hauptteile fort, sondern ist so ein kleines Spin-off mehr oder minder. Ebenfalls am 15.12. startet Super Mario Run, die iOS-Umsetzung des Nintendo-Klassikers. Man konnte die ja schon in den Apple Stores jetzt ausprobieren, da hat der Achim am Freitag darüber berichtet. Mittlerweile gibt es eine erste kleine Negativ-News, mehr oder minder muss jeder selbst entscheiden, ob das für ihn tatsächlich negativ ist. Fakt ist allerdings, Super Mario Run erfordert zum Spielen eine permanente Online-Verbindung. Es ist nicht möglich, dieses Spiel ohne Internet zu spielen. Gerade in dem einen oder anderen Fall kann ich mir das selbst sehr negativ vorstellen, einerseits irgendwie gerade im Urlaub oder irgendwo wirklich vielleicht im Flugzeug oder sowas, wo ich gerade da solche Spiele auch mal sehr gerne spiele, habe ich halt kein Internet. Auf der anderen Seite, das Spiel böte sich ja auch an. Beispielsweise auf iPods irgendwie für den Nachwuchs und die hängen dann wahrscheinlich auch nicht jedes Mal irgendwie im Internet. Dementsprechend schwierig, vielleicht reagiert man da aber noch darauf und nimmt diesen Online-Zwang heraus, man weiß es nicht so genau.
Zuletzt wieder eine kleine Negativ-News leider. Die AirPods von Apple, die eigentlich gemeinsam mit dem iPhone 7 vorgestellt wurden, die kabellosen Bluetooth-Kopfhörer, also kabellos auch insofern, dass der linke und der rechte nicht miteinander verbunden sind, werden es, wie es aussieht, laut Quellen aus dem Apple-Bereich nicht mehr dieses Jahr zu uns schaffen. Die verschieben sich immer weiter und weiter. Die hätten eigentlich Ende Oktober kommen sollen. Grund dafür dürften Probleme mit der Bluetooth-Verbindung sein. Apple geht einen ganz anderen Weg. Bei den meisten anderen Bluetooth-Kopfhörern ist es dann so, dass der Rechte mit dem Linken gemeinsam kommuniziert oder umgekehrt. Das heißt, dass ich nicht beide getrennt verwenden kann und quasi ein Hörer die Verbindung zum Gerät aufbaut und der zweite dann nur zu dem anderen Bluetooth-Kopfhörer. Bei Apple sollen beide Kopfhörer die Verbindung zum Gerät aufbauen und da dürfte es offensichtlich mehrere Probleme geben. Darum haben andere Hersteller das offensichtlich eben anders gelöst. Apple wollte dann einen neuen Weg gehen und hat damit offensichtlich nicht die beste Entscheidung getroffen. Zwar vielleicht die beste Entscheidung für den Kunden, aber was ihre eigene Entwicklung betrifft, dürften sie da offensichtlich zeitlich leider nicht ganz nachkommen. Dementsprechend, wir dürfen davon ausgehen, dass die erst im Jänner kommen werden. Schade. In diesem Sinne, das war meine erste Aufnahme. Es freut mich sehr, euch durch diese Woche begleiten zu dürfen. Es ist der 12.12., nur noch 12 Tage bis Weihnachten. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und freue mich, euch die nächsten weiteren 4 Tage dann mit den Technik-News der Woche versorgen zu dürfen. Guten Start in den Tag. Ciao. Der Geek Talk Daily Podcast erscheint täglich von Montag bis Freitag. Anhören kannst du uns via iTunes, YouTube, Soundcloud oder alternativ via RSS-Feed auch über den Podcatcher deiner Wahl. So verpasst du auf jeden Fall keine Folge von uns. Alle Informationen dazu, wie du uns abonnieren kannst, findest du auf daily.geektalk.ch/abonnieren. Sehr gerne darfst du uns natürlich auch über Social Media verfolgen. Dazu facebook.com/geektalk, das über unseren Mutterpodcast oder via Twitter @geektalkdaily. Hört mehr Geek Talk.